Hi, willkommen zurück bei DGV, ich bin Sir Doomsday, willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 18. Wir sind letztes hier stehen geblieben, als wir das Rätsel hinten gelöst haben mit der Kugel, unser letztes. Und ich habe noch ein bisschen abgegradet und jetzt schauen wir uns mal an, was oben durch die Tür noch nach der Tür uns erwartet. Denn ich denke mal, jetzt kommt der Bosskampf gegen Frau Kellermann. So, sagt nochmal hier. Ah, Pistolenmuni nimmt langsam echt ab. Sniper habe ich genug. Ah, ist schon ganz schön leer geworden hier. Die dritte Pistole hätte ich zwar auch gern, aber leider habe ich das Geld nicht mehr dafür. Deswegen. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Warte mal, hast du hier Pistolenmuni? Vielen Dank für deinen Einkauf. Ausverkauft. Ach, guck mal, die Waffe kann ich wieder zurückkaufen. Alle Waffen. Okay. Gut zu wissen. 4000. Nee, Heilung brauche ich im Moment eigentlich nicht, oder? Nee, ja, schon. Bis nächstes Mal. Ach, gut. Gespeichert habe ich. Na dann. Ab geht die Post. Eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Ja. Jemand wartet auf dich. Modell Sturm, Prototyp. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Dem Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen, allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigene Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Okay, schon mal ein Hinweis, dass er von vorne nicht angreifbar ist. Also muss ich hinten ran. Ich habe Mine gerade eingesammelt, eine einzige. Kann ich was herstellen? Nein. Schlecht. Na dann, auf zum Propeller, Mann. Oh. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Was? Kampfbereich ist ja richtig Premium hier. Echt erwischt. Okay, im Prinzip ist es echt nicht schwer von ihm. Wow. Das war frech. Einmal das Maul so weit aufgerissen, gell?
bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Das war gerade echt gemein mit dem Feuer. Warum siehst du mich damit nicht, Kollege? Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Der Bereich ist so scheiße hier. Der ist da fest oder was? Ja, aber der Kampf ist echt nervig. Ist nie wieder.
sechstes Herz. Meine Fresse, war der nervig. So, war hier noch irgendwas? Hat aber den ganzen Raum zerlegt, ey. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Nee. Noch nicht. Das ist übelst viel Schrotmunition verballert an dem. Okay, das war's. Hätte ich auch die Sniper nehmen können, die Stühle. Naja. Kriegt sie Miranda ab. Was sind wir denn jetzt? Zigarre. Ist aber kein Scheiß, oder? Tatsache. Eine Kobalt-Zigarre, sie fühlt sich feucht an, wertvoll. Miranda ist einfach widerlich, ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missgeglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihnen nennen lassen. Was für ein Witz, ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr, Alter. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben mir niemals wieder gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyziden kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Bulk Rose, wenn ich mit ihrer Macht so eigen mache. Könnte ich vielleicht? Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Wohl eher nicht. Au. So, was machen wir hier jetzt? Jetzt mal auf der anderen Seite. Mit dem Seil, oder? Nee. Ich soll trotzdem mal heilen. Komm ich hier auch rüber? Nope. Wie wenn du hast echt Eier. Da draußen oder was sind das für Geräusche? Was zum? Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Das ist doch ein Witz!
hier kann ich eh nichts finden, also gleich weiter. Hier allerdings schon. Her damit! Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Gib mal Antworten. Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Ja. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ich darf das Ding fahren. Cool. Zurück mir. Warte, hier war aber noch rot. Gibt's noch was? Hier ist nix. Aber hier. Da. Noch was? Gut, der Laptop ist klar. Das war's. Lesen wir mal. Ein Hound Wolf Squad. Untersuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizid infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha.
Ah ja, also darf ich jetzt mit diesem Gefährt gegen Heisenberg kämpfen. Interessant. Das heißt, ich werde meine Munition wohl jetzt gar nicht brauchen, oder wie? Oder wie ist das jetzt gesehen? Wäre natürlich nicht schlecht, weil... Ja. So, ein bisschen aufgeräumt. Gespeichert haben wir, dann auf zu Heisenberg. Ja, war nicht, nein. Warum muss ich X gedrückt halten? Let's go! Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Das tut's. Ich komme, Rose. Was ist L2 halten? Okay, Geschütz abfeuern. L1 blocken. Gewehr. Okay. Nett. Interessantes Gefährt. Verdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du, hätte mich wenigstens in Schwung für das Miststück! Lass uns das klären! Die echte Männer, deine Leiche, wird sich gut in meiner Armee machen! Was du sparst, wird das alles! Stirb, als würdest du leben. Bist du auch angeschnallt? Oh, das hat wehgetan. Ohne Scheiße. Unterschätze nie die Liebe eines Partners. Hey. Sie ist reparaturbedürftig. Mehr, gib mir mehr! Vermeide dich vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesem verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Beeindruckt! All die Jahre unter der Kuppel dieser Schlampe! Es war nicht gleich, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten! Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer! Dein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden! Boah, alles schon geblockt! Oh, nicht aufgeben! Stahl gegen Stahl! Tick, tock, die Hölle! Die Zeit für Spiele ist vorbei! Nein! Nein! Meine
diesen verdammten Wächterraum. Aber erst zu dir. Komm schon! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aufsichtslos, hab ich recht? Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalypse! Zu schade, ich bin dein einziger Fan! Komm schon! Beeindruckt? Ja! Zu Fuß fühlt man sich irgendwie viel zu lang. Zu schade, ich bin dein einziger Fan! Stopp, ich will mehr! Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Actionfeuerwerk. Reif für den Schrottplatz. Was für ein Kampf. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt.
Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Okay. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Okay, das war krass. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Wer ist dein wahres Kind? Evelyn oder was? Das, die war also die alte Frau, die uns da am Anfang des Spiels begegnet ist. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Nee. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Okay. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, was. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bitte. Wow, ich darf jetzt Chris spielen. Interessant. Lasermarkierer zur Markierung von Zielen. Eine Granate, die kurz nach Abwurf explodiert. Kurambit. Arzneispritze. Krass. Wusste ich gar nicht, dass man auch ihn spielt. Bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Das ist ja cool, dass man mit Chris spielen kann. Aber Ethan ist halt sich wirklich tot, wer wollte denn das erzählen? Wobei, der hat's rausgerissen, also. Aber Ethan ist eh ein Übermensch, der lebt bestimmt auch ohne Herzwader. Bei den ganzen Schnittverletzungen und Stürzen und wow. WTF. Oh, jetzt machen wir's Dorf. Hey Alpha, sieh mal. BSAA, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los.
Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Als Kartograf erkunden Sie die Karte des Dorfes vollständig. Okay. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Das ist alles gut. Einsammeln kann man nichts. Ich jetzt hier auch wieder auf Horten geworfen, ja. Geil. Ist die Spur sicher, rück aus. Verstanden. Dorfmetzel. Geil. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Waffen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Was ist das jetzt hier? Brenngranate. Gerade wenig Muni. Oh, es gibt sogar ein 80-Gerät. Aber ich glaube, mit ihm kann ich hier eh nichts looten. Von daher. Aber man hat ja. Nee. Okay. Ich wollte auf die Spiel. Ambereis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Wie lang hier lang? Zielkolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Das ist aber hier echt ein bisschen. Meine Fresse.
Du bist jetzt kaum 5 Minuten spielbar und schon hat er mehr umgebracht als Ethan zusammen. Alter, also, komm mal Ende hier. Ich hab zwar viel Munition, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Leute, aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wahrscheinlich sogar schon das Finale von Resident Evil Village. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Resident Evil Village bei mir, Doomsday auf DGV. Bis dahin, haut rein!